Einer aktuellen YouGov-Umfrage zufolge befürwortet die Mehrheit der Deutschen, dass die Nutzung von SUVs und Sportwagen in Innenstädten verboten oder eingeschränkt werden sollte. Wusstest du das? Diese Meldung schoss heute Morgen auf mich ein, als ich mein Instagram-Profil geöffnet habe. Und da kam dann direkt diese Meldung, verpackt mit einer schönen Grafik, vom Handelsblatt wurde mir direkt angezeigt. Dass ich nicht einmal abonniert habe, sondern es wurde mir sozusagen als Werbung geschalten. Wenn man jetzt flüchtig darüber hinweglesen würde, dann würde man einen bestimmten Eindruck bekommen. Meine Message an euch über dieses Video soll sein, wenn ihr irgendwo irgendwelche Umfragen seht, irgendwelche Umfragen lest in der Zeitung oder online, dann schaut ganz genau hin. Erstens, was wird wirklich an Informationen vermittelt, an Message? Und zweitens, welche Fragen wurden gestellt den Umfragenteilnehmern? Das ist ganz, ganz wichtig. Denn anhand dieses Beispiels werdet ihr gleich erkennen, warum. Da sieht man dann eine schöne Grafik, ein Kreisdiagramm. Und da fällt schon mal als erstes auf, es sind beinahe gleich viele, die dafür sind, dass SUVs in der Innenstadt erlaubt sind. Also nämlich genau 1% weniger als diejenigen, die sagen, es ist eingeschränkt. Dann gibt es wie gesagt noch 15%, die radikal sagen, SUVs sollen verboten werden in den Innenstädten. Und 8% sollen sich enthalten haben, laut den Angaben. Und an der Stelle, wo auch das mit keiner Angabe, mit den 8% steht, ist auch eine weitere Information, eine wichtige, interessante zu sehen. Nämlich repräsentative Umfrage mit 613 Befragten. Okay. 613 sind wohl repräsentativ und stehen dafür, dass man behaupten kann, die Mehrheit der Deutschen sieht das so. Mag ja sein. Aber noch viel interessanter ist jetzt die Frage, die gestellt worden ist den Umfrageteilnehmern. Hier ist zu lesen, die komplette Frage war folgende. Ein schwerer Unfall mit einem Sportgeländewagen, in Klammern SUV, hat in Berlin am vergangenen Freitag 4 Tote gefordert. Seitdem ist eine Debatte über die Nutzung von sehr leistungsstarken Fahrzeugen in Innenstädten entbrannt. Sollte Ihrer Meinung nach die Nutzung von SUVs und Sportwagen in Innenstädten verboten werden, eingeschränkt werden oder uneingeschränkt erlaubt sein? So. Da wird sozusagen ein aktuelles Beispiel herangezogen, mit Hilfe dem man eine ganz andere Sache, eine ganz andere Meinung einholen will. Da wird ein aktueller Unfall, also vom vergangenen Freitag, das war der 6.9., wird herangezogen für eine ganz andere Information, die vermittelt wird. Auf der einen Seite geht es um einen Unfall, wo 4 Menschen natürlich tragisch gestorben sind. Auf der anderen Seite geht es darum, dass man behauptet, SUVs wollen die Deutschen nicht mehr. Die wollen keine Autos mehr. Autos, CO2, Umwelt. Und genau diese Methode kommt häufig vor. In so vielen Umfragen. Nur dass in diesem Fall die Leute auch irgendwie die Absurdität ein bisschen verstehen, wie man da von einem ins andere kommt. Nämlich, hier ist da bei Instagram dann in den Kommentaren zu lesen. Und wenn ein Fiat Panda das Unfallfahrzeug gewesen wäre, sollte man dann auch Fiat Pandas verbieten? Also solche Dinge. Was natürlich irgendwo berechtigt ist. Also das ist so ähnlich wie so Meldungen, die man lesen kann von wegen: Immer mehr Deutsche sind glücklich. In keinem anderen Land ist das Glücksempfinden so gestiegen wie in Deutschland. Laut einer Umfrage bezeichneten sich 78% der Menschen hierzulande als glücklich. Tja. Das ist natürlich dann auch die Frage, was für Fragen gestellt worden sind, denn ich glaube nicht, dass 78% der Deutschen sich als glücklich empfinden. Und wer die Augen offen hält,
dem wird das bewusst. Deutschland ist eins der ärmsten Länder in ganz Europa, wenn man die Vermögenswerte anschaut. Hinter Griechenland, hinter Italien, hinter Spanien, hinter Zypern kommt irgendwo Deutschland. Die Deutschen sind am wenigsten vermögend oder eins der wenigsten vermögenden Länder in ganz Europa. Es gibt viele Deutsche, die haben nicht einmal 2000 Euro auf dem Konto. Es gibt massenhaft Deutsche, die haben überhaupt kein Wohneigentum. Aber viele trauen sich nicht zu hinterfragen, wenn es wieder heißt, den Deutschen ging es noch nie so gut wie unter Merkel. Naja, ich will nur, dass du dir einfach Gedanken machst, wenn du Umfragen siehst, wenn du Statistiken siehst, was für Fragen wurden den Menschen gestellt. Ist ganz, ganz wichtig, sich selber zu stellen, diese Frage. Man könnte natürlich dieses Thema der SUVs, also dieser Umfrage da bei Instagram, natürlich noch ausweiten. Man könnte eine Stunde darüber reden, denn das ist ein Trend, den man hier beobachten kann, der wirklich starke Konsequenzen hat. Wenn man gerade anschaut, wie mit der Automobilbranche umgegangen wird, was als Begründung herangezogen wird, ist hochinteressant. Naja, wie auch immer, ich musste da jetzt ein Video machen, als ich das gesehen habe hier bei Instagram, weil es wirklich dermaßen absurd war, diese Meldung. Und ich würde mich auch freuen, wenn du ja auch einen guten Impuls dadurch bekommen hast durch mein Video. Und ja, Instagram, Licht ins Dunkel, folge mir da, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns.